Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Kiara und ihrer Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Wer ist Kiara? Kiara ist eine Löwin mit orangenem Fell und roten Augen. Sie ist die Tochter von Simba und Nala und somit die Prinzessin im geweihten Land. Sie hat einen jüngeren Bruder namens Kion, ihr Partner ist Kovu und ihre besten zwei Freundinnen sind Tifu und Suri. Und da sie das älteste Kind von Simba ist sie auch die Thronfolgerin im geweihten Land. Wo kommt Kiara vor? Kiara kommt im zweiten Teil Simbas Königreich vor. Und dort sehen wir sie als naive junge Löwin, die eigentlich nicht unbedingt Königin werden möchte. Und eines Tages trifft sie dann auf den Löwenjungen Kovu. Die beiden freunden sich an und gerade als sie miteinander spielen wollten, wurden sie von Simba und Sira, Kovus Mutter, unterbrochen. Und hier stellt sich heraus, dass Kovu zu den Löwen gehört, die Simba nach Scars Tod verbannt hatte. Denn das waren die Löwinnen, die immer hinter Scar standen und Simba als König nicht akzeptieren wollten. Und zu allem Übel stellt sich dann ja auch noch heraus, dass Kiaras neuer Freund Kovu eigentlich dazu ausgebildet werden soll, um in Scars Pfotenstapfen zu treten. Also, eine Freundschaft zwischen den beiden ist eigentlich so gut wie unmöglich. Simba bringt Kiara also nach Hause, die sagt ihm, dass sie eigentlich keine Königin werden möchte und Simba gibt ihr sozusagen eine Lehrstunde in Form eines Liedes. Und währenddessen bringt Sira Kovu zurück ins Schattenland. Und auch hier haben wir einen epischen Bösewicht-Song. Und in dem singt Sira eigentlich davon, wie böse sie auf Simba ist und wie sie sich seinen Tod vorstellt. Und eigentlich würde es jetzt einen kleinen Zeitsprung geben, aber wir haken mit einem anderen Film bzw. einer Serie ein, in der Kiara auch vorkommt. Und zwar die Garde der Löwen. Ich werde jetzt natürlich nicht alles erklären, was in die Garde der Löwen passiert, sondern ich werde es einfach ein bisschen zusammenfassen, da es in dem Video eigentlich um Kiara geht und die Garde der Löwen ist eigentlich eine Serie über ihren jüngeren Bruder Kion. Und für alle, die noch immer etwas verwirrt sind zwecks Garde der Löwen und König der Löwen 2 und wie das zeitlich klappt, die Garde der Löwen spielt in diesem Zeitsprung. Also kurz gesagt zwischen dem Wiegenlied und Kiaras erster Jagd. Und tatsächlich muss ich jetzt wieder mal über die Serie ranten, denn die Serie triggert mich, was das betrifft, schon wieder total. Wie auch bei Simba hat sich Kiaras Charakter hier komplett verändert, warum auch immer. Noch als sie mit Simba Wir sind eins sang, hat sie davon gesprochen, dass sie eigentlich keine Königin werden möchte. Und kurze Zeit später in die Garde der Löwen ist sie plötzlich mega arrogant und ziemlich stolz drauf, irgendwann Königin zu werden. Das ist halt so eine Charakterwandlung, die ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann. Auch ihre zwei besten Freunde, Tifu und Suri, finde ich irgendwie, ja, ungut. Die drei werden einfach dargestellt wie irgendeine Mädchenklicke, die mega arrogant ist und sich über alles und jeden stellt. Und das triggert mich total. Aber im Prinzip geht es in der Serie eigentlich hauptsächlich darum, dass Kion seine Garde zusammenstellt und mit ihr das geweihte Land verteidigt. Kiara ist da eigentlich nur so eine Randfigur. Sie gerät hier und da mal in Gefahr, wird entführt, aber Kion rettet sie dann immer wieder. Als Kion dann seine Narbe bekommt und zum Baum des Lebens aufbricht, schließen wir im Prinzip wieder an den zweiten Teil König der Löwen Simbas Königreich an. Denn während Simba sich auf dem Weg zum Baum des Lebens macht, findet Kiaras erste Jagd statt. Und wir wissen ja alle, wie die endet. Vitani und Nuka, Siras andere Kinder, legen ein Feuer, in das Kiara dann bei der Jagd gerät und sie wird von Kovu gerettet. Damit steht er dann im Prinzip wie der absolute Ehrenmann da und fragt Simba, ob er Teil seines Rudels werden kann. Und eigentlich hat Simba dann nicht wirklich so Bock drauf, aber er hält sich an das Gesetz seines Vaters und ergibt ihm mehr oder weniger so eine Probezeit. Und jetzt wäre Kovus eigentlicher Auftrag, sich an Simba ranzuschleichen und ihn im besten Zeitpunkt zu töten. Wäre da nicht Kiara? Denn die passt ihn ab, kurz bevor er Simba töten wollte, und unternimmt etwas mit ihm. Und zum Missfallen von Sira verlieben sich die beiden. Kovu entscheidet sich dazu, Simba nicht töten zu wollen. Allerdings wird er, als er mit Simba auf einem Spaziergang war, von Sira und ihrem Rudel bloßgestellt und für Simba sieht es so aus, als wäre Kovu mit denen unter einer Decke und hat noch immer vor, ihn zu töten, was ja nicht mehr stimmt. Simba schafft es allerdings zu entkommen und verbannt Kovu. Kiara sieht das Ganze gar nicht ein und versucht ihrem Vater umzustimmen, aber ohne Erfolg. Daraufhin haut sie dann vom Königsfelsen ab und sucht Kovu. Die beiden treffen sich, singen ein Liebeslied und währenddessen fightet Simbas Rudel mit Siras Rudel. Allerdings können Kiara und Kovu noch rechtzeitig dazwischen gehen und den Krieg beenden. Sira wollte das Ganze allerdings nicht akzeptieren und wollte Simba noch einmal angreifen, aber Kiara ging dazwischen und die beiden landeten in einer Schlucht. Während Sira direkt an einer Klippe hang, landete Kiara etwas vorteilhafter und versuchte Sira zu retten.
Die nahm die Hilfe allerdings nicht an und stürzte in die reißenden Fluten in der Schlucht. Daraufhin rettete Simba Kiara, entschuldigte sich bei Kovu und nahm Siris altes Rudel bei sich auf. Und wie es sich für ein gutes Happy End gehört, dürfen Kiara und Kovu dann heiraten. Happy End. Mehr oder weniger. Denn jetzt springen wir wieder zu Die Garde der Löwen. Denn das Ende der dritten Staffel von Die Garde der Löwen spielt nach dem zweiten Teil. Denn Kion hat von dem Kampf zwischen Sira und Simba mitbekommen und macht sich umgehend mit der Garde der Löwen auf, um ihnen zu helfen. Die kommen aber um einiges zu spät an und treffen auf Vitani, die dort mehr oder weniger ihre eigene Garde gegründet hat. Kion wusste natürlich noch nicht, dass Siras altes Rudel nun Teil von Simbas Rudel war und wollte sie angreifen. Doch genau da tauchte Kiara auf und stellte sich dazwischen und erklärte Kion das Ganze. Und hier geht's dann wieder auch mehr um Kion. Er entschloss sich dann schlussendlich wieder dazu, zurück zum Baum des Lebens zu gehen und zu seiner großen Liebe Rani. Und hier haben wir dann auch unser Happy End. Und das ist momentan alles, wo Kiara vorkommt im Kanon, sprich in der offiziell bestätigten Version von Disney. Vielleicht können wir sie ja in Zukunft noch als Nebencharakter in der Fortsetzung zum Remake sehen. Allerdings ist es ziemlich fraglich, ob das passiert, weil der Film hauptsächlich um Mufasa gehen soll. Aber, soweit ich weiß, soll es so kleine Zeitsprünge geben, zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Und vielleicht ist es ja irgendwie so, dass Simba seiner Tochter etwas aus der Vergangenheit über Mufasa erzählt. Aber ich denke, wir müssen uns da noch etwas gedulden. Kommen wir auch schon zum letzten Punkt, Kiara in der Fernszene. Und hier gibt's irgendwie ganz viele Vorstellungen, wie es mit Kiara und Kovu weitergehen könnte. Und ich glaube, die bekannteste davon ist die mit Koda, Asher und Lea. Und für die von euch, die meinen Kanal schon länger verfolgen, dürfte es nicht neu sein, dass ich ja auch mal versucht habe, einen Comic zu zeichnen mit der Fortsetzung und einer eigenen Version von Kindern für die beiden. Also mit Keanu. Und ich muss an der Stelle wieder mal auf Wadi verweisen. Das ist der Dude, der ganz viele Geschichten schreibt, und zwar ziemlich nice Geschichten, in denen Kiara auch immer wieder eine Rolle spielt. Und ich muss sagen, ich habe die ganzen Geschichten noch nicht ganz durch, aber, kleiner Spoiler, Kiara und Wadi sind da zusammen. Alles in allem ziemlich cute. Kiara kommt außerdem auch noch in Fancomics wie König der Löwen verborgene Geschichten vor. Und hier kommen wir auch nochmal zu einem kleinen Punkt, der nur in der Fanszene existiert. Koopa. Denn laut den Comics hat Kiara auch einen älteren Bruder namens Koopa. Was jetzt wieder dafür sorgen würde, dass eigentlich alles, was wir uns jetzt gerade angehört haben, irgendwie über den Kopf geworfen wird. Denn wenn Koopa der Erstgeborene ist, ist er somit der Thronfolger und nicht Kiara. Aber das Ganze gehört nicht zum offiziellen Film oder zu den offiziellen Filmen. Das sind im Prinzip mehr oder weniger Fantheorien, basierend auf einem Comic aus dem Jahr 1995. Aber wie gesagt, der Comic gehört nicht zur offiziellen Story. Sollte ich jetzt noch ein paar Fantheorien vergessen haben oder euch fällt noch irgendetwas Spannendes ein, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr spannende oder interessante Videovorschläge habt, dann auch damit ab in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!